Hallo zusammen und willkommen zurück von der Berlin Brettspielcon 2017. Neben mir Bernd von Iron Games. Das letzte Mal haben wir, glaube ich, tatsächlich auf der Spiel letzten Jahres in ähnlicher Konstellation hier gesessen. Und seitdem hat sich einiges getan. Wie ich es richtig sehe, hast du eine Erweiterung mitgebracht. Genau, die Erweiterung für Peloponnes, für das große Peloponnes-Brettspiel. Mhm. Genau, kannst du vielleicht für die Peloponnes selbst noch nicht kennen, noch mal so zwei Sätze sagen, worum es grob geht? Peloponnes ist eigentlich ein einfaches Zivilisationsaufbauspiel, was eigentlich sehr gut ankommt, weil es einfach so schnell geht, weil es nur 8 Runden geht und jeder macht nur eine kurze Entscheidung und versucht seine Zivilisation dadurch weiterzuentwickeln. Und es ist eigentlich ein Dauerbrenner geworden seit 2009 und ist die 4. Auflage gibt es jetzt schon und hat auch schon sehr viele kleine Erweiterungen gekriegt und jetzt dieses Jahr gibt es eben eine große nochmal. Ja, man sieht das ja hier, das hier scheint, ist ja wirklich die Erweiterung sozusagen. Das ist ja jetzt ja nicht das Grundspiel, sondern genau. Diese große Schachtel. Ja, das Grundspiel habe ich jetzt nicht gleich nicht genau. Dabei. Aber diese große Schachtel, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick nicht glauben mag, das hier ist alles Erweiterung. Was findet sich da denn drin? In der Erweiterung sind 9 verschiedene Spielertableaus, die im Grundspiel sind die alle identisch und hier sind die alle unterschiedlich. Das heißt, sie haben unterschiedlich große Lager, unterschiedliche Einkommen und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, an Luxusgüter zu kommen. Also die Erweiterung richtet sich schon an den erfahrenen Peloponnes-Spielern, der das andere alles schon durch hat und für den bietet es auch sehr viel Neues. Mhm. Das heißt also, ich kann dann, habe ich dann die Auswahl, da wird das zugelost? Zwei Möglichkeiten, also wenn man es jetzt das erste Mal spielt, lost man es zu, man kann es aber auch in einer, bevor das Spiel losgeht, Bietrunde gegeneinander tauschen dann. Man kriegt es erst zugelost und macht den anderen ein Angebot und dann werden die eben getauscht, wenn man meint, man will jetzt unbedingt das andere haben und ja. Ja, das mit dem Bieten und gegenseitig abkaufen, das ist ganz spannend, das habe ich so tatsächlich noch gar nicht so häufig gehört als Mechanismus, ja. Aber das funktioniert vermutlich auch ziemlich gut. Und dann sind hier die Lagergrößen unterschiedlich? Also ich sehe hier auf den ersten Blick, Stein geht hier bis 5 und hier bis 10. Also im Grundspiel gehen sie alle bis 10, die Lager, und Getreide immer bis 13, so wie hier auf diesem Tableau. Aber jetzt sind halt viele, die eventuell noch größer sind oder noch kleiner. Mhm. Was dann eben eine Auswirkung hat auf die Luxusgüter. Wie schnell komme ich an Luxusgüter? Weil jedes Mal, wenn das Lager überfüllt wird, kriege ich das in Luxusgütern. Das heißt also beispielsweise, hier lohnt es sich noch auf Stein zu spielen, weil ich so früher Luxusgüter bekommen würde. Genau, und mit Luxusgüter ist man flexibler, weil man die für alles verwenden kann. Mhm. Gibt es neben den Tableaus hier unten ja auch noch ein paar zusätzliche andere Dinge, die genau. Zu erweitern. Es gibt eine neue Katastrophe, nenne ich sie mal. Das sind die Perser, die mussten einfach eine sein. Eine Katastrophe. Bei Peloponnes. Ja, natürlich. Und die tauchen zweimal auf im Spiel und da müssen eben die ganzen die Spieler gemeinsam gegen die Perser bestehen oder eben nicht. Und wenn die Perser dann diesen Konflikt gewinnen und dann muss jeder Spieler verliert, nimmt einen Schaden. Mhm. Und wenn die Spieler gewinnen, dann haben sie allen Nutzen und können etwas machen, etwas Positives für sich. Mhm. Dann gibt es 10 verschiedene Helden, die kriegen die Spieler auch noch zugelost am Anfang. Die haben alle unterschiedliche Sonderfähigkeiten, die sieht man hier in dem Kreis. Können ja mal einen rausgreifen, also ja, vielleicht zum Beispiel Penelope, passend zu den Peloponnes. Ach, mein Griechisch und so, etwas eingerostet. Das haben wir dann hier für die Detailkamera. Und und was kann sie jetzt? Also ich sehe hier irgendwie rechts oben. Genau, sie braucht bei der Ernährung braucht sie 2 Getreide weniger zum Beispiel. Mhm. Jedes Mal bei jeder Ernährung. Und das hilft einem auch, weil gerade Getreide ist immer knapp. Mhm. Und die anderen Sachen, das sind Sachen, die man am Start noch zusätzlich bekommt, zu dem, was einem die Zivilisation noch gibt. Und das andere ist dann Rundeneinkommen. Das hat auch, manche haben gar keins und manche haben halt was Gutes und manche, ja, das ist schon ziemlich gegeneinander austariert, dass es eben passt. Und im Prinzip, die Helden, gab es die im Grundspiel schon oder ist das ein komplett neues Konzept? Alles. Genau, also alles, ja. Was hier auf dem Tisch ist, ist komplett neu. Genau, aber sozusagen es sind nicht auch nicht nur einfach nur neue Helden, sondern dieses Konzept der Helden ist auch etwas, was mit neu dazugekommen ist. Das, es ist eben auch so, wenn man gegen die Perser zum Beispiel verliert, dann muss man den Held auf die Rückseite drehen, was einen schwächer macht. Und da muss man sehen, wie stark betrifft mich das, habe ich da Interesse dran, dass die anderen vielleicht das mehr schadet, wie mir selbst. Und ja,
wenn man mit dem Heigenelden irgendwie nicht zufrieden ist und du warst die letzten Runden nicht so hilfreich, wie ich gehofft habe, jetzt musst du dafür leiden, die Perser kommen. Genau. Und dann gibt es eben als neues Attribut auch die Stärke, die hier auf so einem extra Tableau abgetragen wird, wo die Spieler übersichtlich, wo man genau sieht, wer ist stärker, wer ist wie stark, dass man eben die Stärke zusammen addiert, wenn es gegen die Perser geht. Und es gibt bei jeder Versorgungsrunde einen internen Konflikt, weil das ist auch historisch bedingt. Die Griechen waren sich ja nur eins, wenn es gegen die Perser ging. Ansonsten gab es gegeneinander Krawall. Und da läuft es immer so ab, wenn die Versorgungsrunde ist, muss der Stärkste, da kriegt der Stärkste vom Schwächsten kriegt etwas. Aber danach muss der Stärkste seine Stärke halbieren. Also es ist dann nicht so, dass der eine dann total davonläuft und immer der Stärkste ist. Er muss schon immer wieder was dafür tun. Das klingt dann auch so, als wäre es vielleicht gar nicht immer das Beste, der Stärkste zu sein, sondern man kann auch mal sparen auf eine Runde. Nee, es hilft schon, aber man kann auch sagen, ich ignoriere das und versuche mein Glück. Ich habe dann halt Ressourcen für andere Sachen mehr und ja. Dann sehe ich aber jetzt auch neben den Papp- und Karton-Teilen hier auch nochmal Holz. Was sind denn hier die Steine? Das sind Kleeblätter, die kriegt man am Anfang, hat jeder 3 Stück davon und die helfen einem für die Endwertung, weil man die eben einsetzen darf, entweder für die Bewohnerpunkte oder für die eigentlichen Siegpunkte. Und da ist man eben flexibel, wenn man viele von denen hat. Am Anfang hat man, wie gesagt, 3 und jedes Mal, wenn man so einen internen Konflikt verliert, muss man dem Stärksten 1 davon geben. Das heißt, man kann bis zu 6 davon haben oder eben 0. Und das macht schon einen ganz schönen Unterschied aus. Okay, und die 4 Figuren? Die Figuren, na gut, es sind 8 normalerweise dann im Spiel. Ja. Ich habe jetzt nur 4 dabei. Das ist einfach ein neuer Anzeiger für die Bewohner. Dafür ist der Anzeiger, der bei den Bewohnern war, ist jetzt der Anzeiger für die Stärke. Also und der ist bisschen, einfach... Ist ein bisschen hübscher, dass die Figuren da sind. Das stimmt. Das sieht auf jeden Fall sehr nach einem Bewohner aus. Ja. Gibt es das Ganze schon zu kaufen? Nee, das ist jetzt gerade in die Vorproduktion gegangen. Also es wird dann Ende September, also circa einen Monat vor der Messe in Essen verfügbar sein. Wer das jetzt schon vorbestellen möchte, kann das tun. Das habe ich gerade vor kurzem eröffnet, die Vorbestellung. Ist auch noch ein bisschen günstiger, wie es dann später sein wird und wie das immer so ist. Man muss Anreize schaffen. Und, Also jetzt schnell bestellen, solange es noch günstig ist. Und apropos günstig, was soll es denn kosten? Also jetzt bei der Vorbestellung 25. Okay. Gut. Das andere muss ich dann erst sehen, wenn letztendlich, wenn ich die Preise habe, genau das wirklich sehe. Das entwickelt sich dann ja auch immer so ein bisschen. Ja. Sehr schön. Jonas, haben wir gerade Fragen aus dem Chat? Aber eine aus dem Publikum. Ja, gibt es noch eine Erweiterung und wie viele gibt es dann? Gibt es noch eine Erweiterung und wie viele gibt es dann? Also es gibt insgesamt, über die Jahre gab es 7 Erweiterungen und die waren eigentlich recht klein, jede für sich. 3 davon haben einen Spieler implementiert, weil das Grundspiel ist nur bis 5 Spieler und mit den ganzen Erweiterungen kann man es bis auf 8 Spielern spielen. Und das macht auch Sinn, weil man kann in dem Spiel vieles gleichzeitig abhandeln, wenn die Leute das Spiel kennen. Und es ist auch so, diese ganzen Erweiterungen, die vorhergehenden, die gab es in dieser Peloponnes-Box vorher schon. Die war jetzt auch gerade ausverkauft, die produziere ich mit dem zusammen nach, also die wird auch im September wieder da sein. Und dann können die Leute wirklich alles, das komplette Programm erwerben. Sehr schön. Dann, ihr habt es vielleicht gerade so halb aus dem aufgehört. Wir machen nochmal eine kurze Umbaupause und gleich kommt dann noch Ben von Portal und dann geht's weiter.